Frankreich und Deutschland verstärken ihre Zusammenarbeit im Energiebereich solidarisch und nachbarschaftlich. Bereits jetzt stellen wir unseren Nachbarn, darunter Frankreich, Strom zur Verfügung. Bei Gaslieferungen wiederum haben wir von der verstärkten Zusammenarbeit mit verlässlichen europäischen Partnern profitiert, nicht zuletzt auch aus Frankreich. Diese Form der Energiesolidarität haben wir eben hier noch einmal mit einer gemeinsamen Erklärung bekräftigt. Freunde stehen sich bei in der Not. Deutschland und Frankreich leben gemeinsame europäische Solidarität vor. Neben der Energiepolitik gibt es viele weitere europäische Themen, bei denen Deutschland und Frankreich gemeinsam zu Fortschritten beitragen wollen. Deshalb haben wir heute auch darüber gesprochen, wie wir die Klimapolitik der Europäischen Union ehrgeizig voranbringen können und welche institutionellen Rahmenbedingungen und Reformen nötig sind, damit die Europäische Union auch in Zukunft im Innern und nach außen als starker Akteur handlungsfähig bleibt. Das alles zeigt, die deutsch-französischen Beziehungen sind außergewöhnlich dicht und reichhaltig, und wir vertiefen diese Beziehungen weiter. Was die iranische Urananreicherungspolitik betrifft, unterstreicht das noch einmal mehr, wie sehr es richtig ist, alles dafür zu tun, dass der Iran keine Atombomben bekommt und auch keine Trägerraketen, mit denen sie diese transportieren kann. Das ist eines der zentralen Politikziele, die Frankreich und Deutschland zusammen mit ihren Verbündeten in Großbritannien und USA in den letzten Jahren verfolgt haben. Und daran halten wir weiter fest.